Hallo liebe Greenies, heute eine neue Ausgabe von Kochen mit Rapid mit Pauli Gattler und mir, Patrick Greil. Pauli, was kochen wir denn heute? Wir kochen heute eine steirische Kürbiscremesuppe. Kenne ich mir gut aus. Habe ich schon immer gegessen, gerne gegessen, eines meiner Lieblingsspeisen. Und ja, jetzt schauen wir uns gerne mal die Zutaten an, die wir da heute brauchen. Ist es eine steirische Kürbiscremesuppe? Das ist auf jeden Fall eine steirische. Alles klar, also ich würde mal schon sagen, dass wir das Bundesland sind, wo die Kürbisse am besten wachsen, am schnellsten wachsen. Und ja, am Schluss gibt es dann natürlich auch noch eine Kleinigkeit, die auch in die Suppe gehört, wo ja die Steiermark dafür bekannt ist. Okay, bin ich gespannt, was das dann sein wird. Gell? Jetzt schauen wir uns gleich einmal die Zutaten an, was wir da heute so brauchen. Da wäre ganz am Anfang einmal eine ganz stinknormale, einfache Zwiebel. Dann brauchen wir einen Hokkaido-Kürbis. Das ist ein sehr, sehr schönes Stück. Gute Butter. Genau, eine Suppe, dann zum Aufgießen. Und einen Schuss Obers. Jawohl. Ganz zum Schluss dann. Ja. Natürlich zum Gewürzen brauchen wir noch, gell? Gewürzen. Salz. Salz und Pfeffer. Genau. Dann starten wir mal rein. Ich sag, wird gesagt, ich starte mit Zwiebel. Jawohl. Die werde ich mal schneiden. Jawohl. Ohne ich Messer am besten. Haben wir nur ein Messer vielleicht? Ich bring da eins. Patrick, ich bring da ein Messer. Sehr, sehr gut ist. Genau. Super, danke. Großes sieht man da. Genau. Da schneiden wir erstmal die Enden ab, gell? Weil dann darf man uns leichter mitten abschälen, sozusagen. Wenn ich hilft da gleich mit dem Abfall. Äußeren Rand, den brauchen wir nicht. Teamwork haben, gemeinsam genau. Das machen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die beste Technik ist, gell, aber ich mache das jetzt einfach mal so. Ich habe das daheim vom Papa so gelernt. Der kann eigentlich nicht kochen, aber Zwiebel schneiden hat er mal gelernt. Damals. Aber eins muss man sagen, die Eltern machen immer alles richtig. Meistens, ja. Jawohl. Danke dir, Patrick. Ja, ich sag danke. Jawohl. Dann meine Technik ist, die Zwiebel einmal halbieren. Zur Seite legen und dann mal einmal quer längs sozusagen reinschneiden. Wie machst du das eigentlich beim Zwiebel, wenn die Augen dann vielleicht zum Tränen aus irgendeinem Grund ist es bei mir sehr selten. Achso, da gar kein Problem. Kommt bei mir nicht wirklich vor. Das ist natürlich ein Vorteil. Ja. Tipp natürlich für euch Kinder zu Hause, eine Brille oder vielleicht eine Sonnenbrille. Ich habe mal gehört, das hilft auch, wenn man die Zunge rausstreckt. Okay. War heikel, ja. Dann die Zwiebel einmal drehen, damit wir das Ganze in Würfel schneiden können. Also ich muss sagen, du machst das wirklich fantastisch. Hervorragendes Messer. Ich weiß ja, dass du eine Frau zu Hause hast. Wie schaut das da bei euch aus, so die Aufteilung beim Kochen? Sie tut ja kochen, ich tue dann aufräumen. Okay. Im Anschluss die Küche. Okay, aber fürs Zwiebelschneiden bist du verantwortlich. Fürs Zwiebelschneiden bist du sicher. Ganz genau. Das machst du sehr, sehr gut. Und bei euch zu Hause, wie macht ihr das? Bei uns zu Hause ist es so, dass ich für gar nichts verantwortlich bin beim Kochen. Okay. Also da ist alles Zwiebelschneiden, macht alles meine wundervolle Küche, Frau. Küche ich bin dann auch aufräumen, Geschirrspüler einräumen. So und, ist es, ja genau. Müll dann wegtragen. Ja, schön. Und genau. Ja, deine Frau ist ja eine sehr gute Bäckerin, was ich gehört habe. Ja, die backt gerne, die kocht gerne und habe ich ein Riesenglück. Und ja, man schöne Grüße natürlich. Man sieht es da ein bisschen, finde ich. Ja, das stimmt in letzter Zeit. Ich mein, du tust du dann den Kürbis vielleicht rein? Ja, hole ich einmal. Okay. So, wir haben die Zwiebel jetzt einmal geschnitten. Die legen wir jetzt einmal zur Seite. Wir können in der Zwischenzeit schon mal den Topf erhitzen. Beim Kürbis, liebe Kinder, ist es eigentlich sehr ähnlich wie beim Zwiebel. Da werden wir auch die beiden Enden einmal wegschneiden. Gutes Messer ist dann natürlich immer hilfreich. Herd einschalten, das auch wieder halbieren. Dann auch noch. Ja, sieht man jetzt. Jetzt haben wir den Kürbis auch wieder halbiert. Sieht man jetzt natürlich sehr schön die Kerne. Da müssen steirisch. Wir jetzt noch aushöhlen. Natürlich alles steirisch. Müssen wir jetzt natürlich auch schön mit einem Löffel Kürbis von den ganzen Kernen befreien, alles hinausholen, damit wir dann den Kürbis schön schneiden können. Da sieht man schön das Fruchtfleisch. Vielleicht hilft er da wieder mit Müll, gell? Da freue ich mich natürlich. Jawohl. Gell, das mit Müll, das machen sieht wir dann selber. Der ausgehöhlte Kürbis. Und jetzt ist es auch wieder so, dass wir den Kürbis in Streifen schneiden, erster Länge nach. Und dann wieder in kleine Stücke. So, Patrick, wie geht's weiter? So, der nächste Schritt ist dann, genau, dass wir erstens einmal das Messer wieder sicher hinlegen. Gell? Wir kochen ja für die Kinder. Schauen wir, dass wir da ein bisschen Vorbildfunktion haben. Machen wir. Wir werden jetzt einmal als allererstes die Butter reingeben, natürlich. Wir brauchen Fett zum Brutzeln. Dann nehmen wir mal einen ordentlichen Schuss Butter. Ist das zu viel für dich vielleicht? Ah, wir machen eine große Portion. Okay. Genau. Sehr gut. Genau, die lassen wir dann noch mal ein bisschen zergehen da.
dass der ganze Topf ein bisschen sozusagen angefettet ist. Das ist so lustig. Ja, du machst das einfach fantastisch. Ich bin sehr überrascht, so, dann, was du da für eine Routine hast. Nehmen wir da das Riesenbrett. Ja, hättest du gerne ein Messer und schieben, dann eine Schiene. Das machst du schon. Wir schieben natürlich die Zwiebel einfach in den Topf. Weil Teamwork makes the dream work, gell? Sagen wir immer so, so schön im Rennenglisch. Genau. Die lassen wir noch mal kurz ein bisschen glasrig anbraten. Da haben wir übrigens noch den Guido. Für den kochen wir auch heute. Mahlzeit, lieber Guido. Da in der Vereinsküche des SK Rapid. Wie schon vorher gezeigt, der klein geschnittene Kürbis, der jetzt dann gleich als nächstes mit in den Topf kommt, nachdem der Zwiebel leicht goldbraun angebraten ist. So, auf geht's. Das schaut schon sehr gut aus. Auch das machen wir natürlich wieder gemeinsam. Jawohl. Schön alles drinnen. Da wird nichts verschwendet. Da haben wir jetzt auch noch ein bisschen erhitzen. Auch immer wichtig, die Küche natürlich sauber halten. Das heißt, das Geschirr werden wir dann gleich in den Geschirrspüler räumen. So, und das Ganze ist jetzt schon ordentlich heiß. Das heißt, Bauchi, was können wir als nächstes tun? Wir holen jetzt die Suppe, mit der wir den ganzen Kürbis und das Zwiebelgemisch da aufgießen werden. Ich mache das jetzt gleich einmal. So, lala. Warte, das schaut ja schon sehr, sehr gut aus. Mhm. Sehr cremig. Und jetzt haben wir da einen Liter Suppe, den wir da einfach hinzugießen. Schön langsam, dass der Kürbis das alles gut aufnehmen kann. Und der ständigen Umrühren natürlich, Patrick. Genau, da wieder jetzt, schau. Ja, sehr gut. Ganz genau. Schaut ja schon alles sehr, sehr gut aus. Dann lassen wir das Ganze ein bisschen einköcheln. Ganz genau. Bei mittlerer Kochstufe. Sehr gut. Genau, dann können wir das Ganze das erste Mal schon ein bisschen würzen, gell, Patrick? Jawohl. Das sind natürlich die zwei Klassiker. Immer gut. Braucht man in jedem Gericht eigentlich. Da hat man natürlich einmal einen Pfeffermühle, wo man gleich einmal ordentlich was reingeben kann. Ich glaube, Pfeffer ist erst nachher. Eigentlich. Und dann das Salz ist immer zuerst das Salz, okay? Und dann, wenn man da noch dieses salzen, Salz, perfekt. Kann man natürlich fast nie zu viel haben. Meistens lecker. Kann man ruhig großzügig salzen, wobei nachsalzen geht immer. Genau. Hat mir die Mama mal erzählt, deswegen schauen wir uns das jetzt einmal weiter an, wie das weitergeht. Wir lassen das Ganze genau erst einmal ein bisschen aufkochen. Ganz genau. Da können wir vielleicht noch ein bisschen aufgetragen, weil da tut sich relativ wenig zügig gerade. Hat es das bei dir daheim aufgegeben, Kürbiscreme? Ja, sehr oft, vor allem bei der Oma. Okay, ja. Sehr gut. Die hat das in Vorrang gemacht und ich muss auch sagen, mittlerweile ist von meiner Freundin auch eines der Lieblingsgerichte. Okay. Die ist momentan sehr viel Kürbis. Ja. Zum Herbststart natürlich. Absolut, passt jetzt natürlich Gericht. Fantastisch, muss man sagen. Mhm. Ist eine super Geschichte. Ja. Und ja, ich glaube, dass man das dann fast nicht so oft essen kann im Herbst. Passt richtig, eigentlich sehr gut, auch die Cremesuppen generell, jetzt wo es wieder kälter wird. Auch wenn man ein bisschen verkühlt ist oder so. So, wir haben das Ganze jetzt gekocht, bis der Kürbis schön weich ist, ganz klar, der gehört püriert. Deshalb auf alle Fälle warten, bis er schön weich ist, schön durchkochen lassen. Bocci, was kommt als nächstes? Jetzt brauchen wir das Obers. Mhm, dann holst du uns das bitte mal. Ich tue dabei noch haben wir natürlich auch schon wieder vorbereitet. Ein Glaserl. Und das werden wir jetzt dann wieder dazu füllen. Ich werde dabei ein bisschen umrühren. Und dann wird das Ganze schön cremig. Schau, das schaut fantastisch aus. Fürs Auge natürlich auch immer ein bisschen was dabei. Eine schöne Farbe mittlerweile, gell? Vielleicht kann der Kameramann mal reinfilmen. Das schaut jetzt schon fantastisch aus. Schon sehr schön. Bevor wir das Ganze jetzt ein helles pürieren. Orange. Genau. Sehr fantastisch. Schön. Sehr schön. Genau, und dann werden wir noch einmal ordentlich durchpürieren. So. Dass das auch eine schöne Suppe wird. Schaut auch sehr gut, das machst du auch nicht zum ersten Mal. Nein, ich schau. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. So. Das sind dann die Sachen daheim, die darf ich machen. Ja, weil, wie gesagt, ist doch schön, wenn man gemeinsam kochen kann. So ist es ja. Wenn man da ein bisschen Zeit auch verbringt miteinander als Familie. Und macht da immer wieder Spaß. Aufpassen beim Pürieren. Das kann immer wieder mal spritzen. Ist natürlich auch gut, wenn es dann vielleicht nicht eine frische Kleidung anhat, sondern eher was, was ruhig einmal dreckig werden kann. In der Küche ist es natürlich auch immer dreckig. Ein bisschen eine Potzerei, das gehört dazu. Aber Spaß muss es machen. Ist das bei euch daheim dann eine Hauptspeise oder eher eine Vorspeise? Oder
Ja, schon auch hin und wieder mal Hauptspeise, vielleicht mit einem Brot oder so dazu. Ja. Aber ist natürlich auch eine Vorspeise. Ja. Das Problem ist nur, für mich ist das ein bisschen zu viel Hocken, wenn ich die Suppe als Vorspeise mache, natürlich dann eine Hauptspeise das kochen muss. Natürlich ja, anstrengend. So viel. Ja klar, was die Energie habe ich dann das Cremige, der Kürbis ist natürlich sehr sättigend. So ist es. Kann man ja natürlich auch sehr, sehr gut als Hauptspeise nehmen. So wie wir es eigentlich vorher schon gesagt haben, gerade im Herbst, wenn die Temperaturen wieder kühler werden, eignet sich das sehr, sehr gut. So, genau, dann haben wir das sehr da ordentlich püriert. Auch wieder gut gemacht. Da kannst du mir den Pürierstab und den Mixer natürlich gerne den wieder geben. So ist es. Da werden wir wieder aufpassen. Ja, dann werden wir das vielleicht einmal noch vielleicht einmal abschmecken, bevor wir nochmal nachwürzen. Haben wir vielleicht das darfst Löffel. Du das abschmecken? Genau, brauchen wir noch einen Löffel, nehmen wir den gleich. Fantastisch. Fantastisch. Nachdem wir da jetzt das lang genug köcheln haben lassen, alle Zutaten drinnen sind, super schöne Farbe hat, können wir eigentlich schon mit dem Anrichten starten. So ist es. Holst du uns die Teller vielleicht? Holen wir uns natürlich einmal die Teller. Sehr schön. Salz und Pfeffer kann man danach dann natürlich auch noch, je nach Geschmack, mehr dazu tun. Ich stelle das da vorne hin. Dankeschön. Beziehungsweise kann ich es da auch halten, wenn du das... Lieber ist, dass das nicht so. Dann nehmen wir da einen ordentlichen Schöpfer. Wir haben ja einen Riesenhunger nach dem Training. Ne? Ganz genau. Einmal. Einmal. Stellen wir da vorne natürlich her. Und zweimal. Zweimal. Und jetzt, lieber Patrick, habe ich das ja ganz am Anfang noch angekündigt, dass da auch noch ein Special von mir kommt. Pfeffer. Oder Oma. Pfeffer ist es nicht. Es ist auch etwas Schwarzes. Und zwar das schwarze Gold. Aus der Steiermark passt fantastisch in die Suppe hinein. Da werden wir jetzt einen Schuss noch überall dazugeben. Nicht zu viel. Jawohl. Da in die zweite dann auch noch. Hoppa. Dass das vielleicht wunderschön noch ein paar zusammenpasst. Kürbiskerne haben auch noch ein paar für die Optik vorbereitet. Fürs Auge. Weil wir wissen ja, das Auge ist mit. Vielleicht, wenn ihr es dann daheim habt, einen guten Kornspitz oder einen Laugenwecker noch dazu. Und dann schalten wir nur die Suppen aus, weil die kocht uns weg. Patrick, hat mich sehr gefreut, heute mit dir da zu kochen. Und jetzt lassen wir uns das schmecken. Ja, Mahlzeit. Ebenfalls Mahlzeit. Fantastisch. Sehr, sehr gut. Erfahrung. Sehr gut. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachkochen zu Hause, liebe Kinder. Ja, und lasst es euch einfach schmecken. Bis dann. Tschüss. Schau, wie da hinten gekocht wird. Wie soll das gehen? Kannst du mir das erklären? Wie soll ich das schaffen? Wenigstens das Essen rein. Es geht nicht. Da schaut Sati an, Alter. Der bricht zusammen. Wir haben nicht einmal noch was gesagt, Alter. Der bricht zusammen. Ja, und dann starten wir gleich mal. Als erstes schauen wir uns einmal die Zutaten an, was wir heute da so brauchen. Da haben wir mal eine Zwiebel. Pauli, was kochen wir denn? Ah, ja. Was kochen wir denn heute? Hey, ich war eigentlich nicht schlecht drin, Alter.